Sie gilt als Juwel unter den Kunstsammlungen Österreichs. Die Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste in Wien präsentiert sich nach fast dreijähriger Umbauzeit in neuem Kleid. Mit einer großen Feier sind die prunkvollen Räumlichkeiten nun wieder eröffnet worden. Ich glaube, dass die Sammlung der Gemäldegalerie eine der bedeutendsten Sammlungen in Österreich ist und sicherlich in Europa auch ein ganz außergewöhnliches Sammlungskonvolut darstellt. Also sie ist sicherlich eine der wichtigen Sammlungen in der europäischen Museumslandschaft. Die Gemäldegalerie hat doch den Umfang und die Dimension eines veritablen Museums. Also vom Bestand her sind wir so groß wie die Fürstlich-Lichtensteinsche Sammlung, müssen aber hinter den Bedürfnissen der Lehre und der Universität zurückstehen. Insofern war es ein großes Problem, eben einerseits uns zu entfalten und auch für die Akademie zur Verfügung zu stehen im Unterricht. Ansonsten sind wir eigentlich ein selbstständiges, großes Kunstmuseum mit alten Meistern. Gerade das Zusammenspiel von Museum und Akademie macht für den Universitätsrat den Unterschied zu anderen Häusern aus. Sie liegt hier in dieser Akademie, eine Universität, und kann unter anderem auch dazu dienen, und das ist auch vom Gesetzgeber so vorgesehen, dass sie den Studierenden und dem Lehrbetrieb dient. Also dort sehen Sie die Symbiose, die Brücke von Universität zu Gemäldegalerie, zu Sammlung. Auf rund 900 Quadratmetern sind künftig rund 170 Meisterwerke der ein Vielfaches umfassenden Sammlung zu sehen. Herausragend dabei das Weltgerichtstriptychon von Hieronymus Bosch aus dem 15. Jahrhundert. Aber auch Werke von Botticelli, Tizian und Rubens, von Rembrandt und seinen Zeitgenossen bis hin zu Luca Giordano, Tiepolo, Guardi und den Malern des Wiener Klassizismus um 1800 finden sich in der einzigartigen Sammlung. Diese wurde 1877 zum ersten öffentlich zugänglichen Kunstmuseum Österreichs. Eine umfassende Modernisierung war längst notwendig. Wir hatten Klimatemperaturen im Sommer, da hätte man das eigentlich schließen müssen und alle Bilder rausbringen müssen. Das geht ja sehr weit zurück bis zu Hieronymus Bosch. Da hat man auf Holztafeln gemalt, und wenn es sehr heiß wird und sehr feucht wird, dann tut das diesen Bildern gar nicht gut. Und Sie erinnern sich an die Saliera, an den Raub des Saliera. Ich glaube, bei uns wäre es noch leichter gewesen, durch eines der Fenster reinzukommen und einen Rubens mitzunehmen. Wir sind nie sehr oft restauriert worden. Die Sicherheit war steinzeitlich. Die Klimatisierung war nicht existent. Und das waren alles Dinge, die dringend zu machen waren. Parallel zum Umbau der Gemäldegalerie entstand der neue Ausstellungsraum der Akademie Exhibit. Er ist konzipiert als Plattform für Präsentationen künstlerischer Arbeiten aus dem Haus. Das erste Projekt wurde zeitgleich mit der Gemäldegalerie eröffnet. Die Erscheinung der Gemäldegalerie entspricht einem ganz, ganz spezifischen musealen Denken. Und Sie haben ja ein bisschen mitbekommen, dass es da durchaus einen kritischen Dialog zwischen der Universität und der Gemäldegalerie gibt. Wir werden in den nächsten Jahren sicherlich diese Form des Ausstellens diskutieren. Wir werden beginnen zu experimentieren. Und werden da sicherlich von vielen Museen beneidet um diesen Kontext einer intellektuellen Atmosphäre, einer kritischen Auseinandersetzung, kurz einer Universität.